Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Folge von Native Sun. Ich bin euer Gastgeber, Remy Duval. Tja, was passiert in eurer Welt an diesem Wochenende, liebe Hörer? Ich jedenfalls habe meinen Samstag genau geplant. Ich ziehe einen guten Anzug an, dann lasse ich mir die Haare schneiden und anschließend gehe ich essen mit 31 ganz besonderen Amerikanern. Ihr fragt euch sicher, wer diese Leute sind, die mich dazu bringen, auszugehen, statt den Abend mit Miss Marcano zu verbringen. Das werde ich euch sagen. 31 junge Männer, Helden, die gerade aus Vietnam zurückgekehrt sind, wo sie für dieses Land gekämpft haben. Und wir haben vor, sie anständig zu empfangen. Ich höre nämlich öfters, dass unseren Jungs nicht der Empfang bereitet wird, den sie verdienen. Sie lassen ihre Heimat und ihre Familien zurück. Und wenn sie wiederkommen, versuchen diese Pazifisten und Hippies, sie fertig zu machen. Nein, Sir, nicht in meiner Stadt. Nicht in New Bordeaux. Diese Burschen kommen aus South Downs, aus River Row, aus Point Verdon. Und wir laden sie zum Essen ein. Wir werden mit ihnen feiern. Doch nicht jeder sieht das so wie ich. Wie wir. Ihr wisst, wen ich meine. Diese Demonstranten. Die Demonstranten, die unseren Veteranen sagen, sie seien nicht willkommen. Also, ich bin ja nicht wütend auf sie. Nein, nein, bin ich nicht. Ich glaube, die leiden einfach ein bisschen an Verwirrung. Sie wissen nicht, wie sie sich einbringen können. Aber sie denken, jeder, der das tut, macht was falsch. Wörter wie Loyalität und Tradition sagen ihnen nichts. Nein, nein, alles angestaubte alte Konzepte. Gott genauso. Und das Land und die Freiheit bedeuten ihnen auch nichts, denn sie sehen, was das alles kostet und fühlen sich überfordert. Aber wir heißen unsere Helden willkommen. Wir setzen ihnen ein schönes Essen vor und danken ihnen für alles, was sie für dieses Land getan haben. Übrigens, der alte Remy spendiert die ganze Feier. Ganz recht. Das Einzige, was unsere Gäste mitbringen müssen, ist Hunger. Wenn ihr also zuhört und einen Veteranen kennt, der gerade frisch zurück ist, dann schickt ihn runter in den Yachtclub in Frisco Fields. Samstagabend um 7. Wir werden die Jungs ordentlich verwöhnen. Hello, I'm Johnny Cash. Eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Barker tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lass nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Barker ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird.